brauche echt eine bessere, schnellere Hacke. Ich könnte mir jetzt zwar welche aus Eisen machen, aber mal ehrlich, so viel Material habe ich auch nicht. Vor allem, wenn ich überlege, was ich noch an Schienen legen muss, da wird einem ja schon übel, wird einem da. So, den, 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 den und den und den. Dann haben wir hier schon mal wieder was. Dann sind wir jetzt nämlich leider zu tief für unseren Eingang. Das heißt, wir werden den Eingang wahrscheinlich tiefer setzen müssen. Oder auf den komplett verzichten. Das können wir natürlich auch. Dann haben wir den weg. Wir kommen ja eh von unserer Hütte aus rein. Ist auch noch eine Idee. Ja, das muss ich auf jeden Fall nochmal ändern hier eben. Das stört mich hier gerade. Diese Steine, die machen hier am wenigsten Sinn. Nein, halt. So. Kosmetisieren wir erstmal den Wehrturm hier. So, das muss weg, das muss weg. Und jetzt habe ich natürlich kein Holz dabei. Und es wird schon wieder Nacht. Verdammt. Ich dachte immer, die Schafe können sich hier nicht mehr rausbacken. Was soll denn das? Hallo? Schafe? Naja, du. Du bist gemeint. Und dein Kumpel hier genauso. Und hattet ihr euch irgendwo versteckt hier noch? Das kannst du natürlich auch haben. Wie, du hast schon wieder Wolle. Ja, damit. Meine. So, jetzt gehen wir erstmal fix ein bisschen Holz holen von unten. Und dann können wir hier den Wehrturm fix fertig machen. Vorher gehen wir fix pennen. Alles hier heute sehr fix. Pennen wir erstmal eine Runde, damit draußen keiner spawnt. Und dann gehen wir in den Keller. Und holen uns Holz. Holz. Tropenholz brauche ich nicht. Ich brauche Eichenholz, Eichenholz und, ja, das war's eigentlich. So. Hat einer von euch noch eine Anime-Serie, die er empfehlen kann? Würde mich auch mal sehr interessieren. Ne, das machen wir anders. Das machen wir von hier hinten. Wie eben Raxephon heißt das, glaube ich. Raxephon. Das ist mit einem Bindestrich in der Mitte geschrieben. Deswegen denke ich, wird das Raxephon heißen. Machen wir uns erstmal ein bisschen hiervon fertig. Und dann machen wir uns das andere hier unten rein. Und dann sind wir auch schon fast überladen. So, da muss er hin. Da muss er hin. Da muss der wieder weg. So, hier muss einer hin. Und dann können wir das hier erstmal dicht machen überall. Doppelherz. Ja, das sieht gut aus. Gut, dann müssen wir unten jetzt noch eine Leiter fix hinsetzen. Da brauche ich auch noch mal eben welche von. Da brauche ich das so. Und das brauche ich so. Den einen Stock, der ist erstmal drauf geschissen hier. So, da kommen wir auf jeden Fall hoch. Jetzt ist nur die Frage... Können diese Leitern auch von Mobs benutzt werden? Wenn sie da oben auch nicht langkommen. Das wäre dann die nächste Frage. Was ich alle schon wieder an Fragen habe. Fragen über Fragen und keiner kann es mir sagen. Vor allem die größte Frage ist jetzt erstmal, warum bin ich schon wieder überladen? Komme ich wieder vor wie bei Fallout hier. Komplett überladen und dann trotzdem nochmal eben wieder los. So, hier kommt erstmal die Wolle rein und die Schere kommt hier rein. Und dann haben wir auch schon wieder alles hier. Und du nervst. Du gehst weg. Und springst du da rein, dann hast du Glück. Ansonsten, ne, bist du tot. So, die Pinkies haben mir gerade voller Entsetzen zugesehen hier. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich hier hinten mal langsam anfangen mit dem Wehrturm. Das hier muss ich auch noch austauschen, sehe ich gerade. So, da habe ich zwar gesagt, das mache ich erstmal anders, aber jetzt mache ich das erstmal so. Wie zum Geier komme ich jetzt hier eigentlich erstmal hoch? Und vor allem, so, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier 1, 2, 3, das sieht gut aus. So. Dann muss ich dorthin. Warte mal, da muss ich mal eben gucken. Den frei, dann muss ich... hier theoretisch mit dem nächsten Baumstamm hin.
Ja, das sieht gut aus. So, und der nächste müsste dann theoretisch Tisch auf dieser Linie hier liegen. Da müsste er eigentlich hin. Und das hier, das muss weg. Und eigentlich muss ich diesen Baum hier wegnehmen, ansonsten kommen die Mobs nämlich irgendwie auf den Wehrturm drauf. Aber das können wir später auch noch machen. Jetzt möchte ich nur mal erstmal diese Dinger hier wegnehmen. Damit wir hier in Ruhe bauen können. Das stört ja so noch nicht. Vielleicht lasse ich den Baum auch stehen. Dann sieht das so aus, als wäre der, ja, würde die langsam überwuchert werden. Das ist natürlich auch eine sehr schicke Sache. So, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen was dicht. Halt, das macht er gerade wieder falsch hier. Das kommt hier gar nicht hin. Wo kommen die hin? Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. 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 Doppelzack. Dreifachzack. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Der und der. Und dieser sowieso. Und dieser noch. Und der hier. Und dann können wir jetzt hier nämlich die Baumstämme anbauen. Ja, ich bin wesentlich produktiver, wenn ich nicht im Serverplay bin. Das ist... geht wesentlich besser hier alles. So, wollen wir mal gucken, was haben wir jetzt hier noch? Das muss zu, hier unter sind natürlich auch noch ein paar Stufen, die falsch rum jetzt hier dran kleben, aber da kann ich jetzt gerade wenig bei machen. Machen wir uns das mal eben so fertig. Beziehungsweise ich könnte da schon was dran machen, nämlich einfach mal untergucken, aber wie man hier sieht, kann man da nicht viel untergucken. Und deswegen sammle ich mir jetzt erstmal den anderen Kram hier auf, der hier noch wieder rumeiert. Das muss auch alles weg hier so ein bisschen. Schon wieder neu gewachsen hier? Das ist ja fürchterlich. Oder habe ich das noch gar nicht weggenommen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. In meinem Alter. Ach, das ist so fürchterlich alles. So, Eichenholz. Ich finde, das Eichenholz sieht irgendwie besser aus wie das Tropenholz, muss ich sagen. Also, das ist wirklich um einiges schöner. Und jetzt gehen wir da erstmal hoch. Das könnte nämlich schon zu hoch sein, was ich da gerade gebaut habe. Aber das macht nichts. Abreißen kann man immer noch. Das ist das Schöne an Minecraft. Tunk. So, dann haben wir das. Dann brauche ich erstmal ganz dringend wieder eine Werkbank. Tuck. So, das heißt, wir können uns jetzt erstmal wieder zusehen, dass wir hier so ein paar Dinger fertig bekommen. Nämlich, ne? Ach so. Truppenholz. Ein paar Stöcker und mit diesen Stöckern können wir uns eigentlich erstmal wieder ein paar Zäune fertig machen, damit hier alles wieder dicht wird hier oben. So, haben wir 12 Zäune, die reichen den ganzen Tag nicht, aber egal. Kommt das Huhn schon wieder her hier? Machen wir erstmal dicht hier außen. So. Ich. Jetzt wird es aber langsam kurios hier. Und. Abschlag! Ja. Gut, dann werden wir erstmal zusehen, dass wir jetzt mit den vorhandenen Dingen, die wir haben. Erstmal muss ich jetzt noch was ganz anderes machen. Und zwar möchte ich erstmal eine Tür haben, damit ich hier hinten endlich mal den Eingang bauen kann, von dem ich schon seit Wochen und Monaten rede. Ja, das hier macht voll Sinn. So, jetzt haben wir hier nämlich... Habe ich noch ein bisschen Kies dabei? Ich habe Kies dabei, das ist doch sehr schön. So, dann haben wir das auch. Schicke Hintereingangstür. So. Hier können wir vielleicht noch was anderes pflanzen, muss man mal sehen. Vielleicht werde ich das hier auch noch verkleinern. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, dass wir hier dann wieder was pflanzen können. Dann haben wir, können wir hier drüben vielleicht Karotten machen. Hier haben wir dann die anderen Dinger und da drüben haben wir was ganz anderes. Und dann passt das schon alles wieder. Da kriege ich gerade wieder wilde E-Mails. So, jetzt bringen wir erstmal den anderen Schrott weg, den ich hier noch wieder habe. Hier Döns, Erde, Kies, Pflastersteine. Pflastersteine, die Tour ist selbstverständlich voll. Das hat er auch vorher gewusst und gar nicht aus Versehen aufgemacht gerade.
Da haben wir aber schon wieder ordentlich was dabei. So, Kies. Kies kann auch weg. Was haben wir hier noch? Dann haben wir noch was für die Setzlingskiste. Dann haben wir was für die Gedönskiste, was da nicht reinpasst. Schade. Ja gut, dann packen wir den Rest eben nach oben, da wo hingehört. Ich dachte gerade, ich hätte da noch was gesehen. Noch eine Enderperle war mir unten drin, die war aber dann doch in der Kiste. So, ab in die Küche und dann wollen wir hier mal erstmal wieder ein bisschen was einsortieren. So, das kann weg. Jetzt mache ich etwas, was mich auch schon seit längerem mal gerade gestört hat. So, die muss ich jetzt hier auch noch wegnehmen. Und dann nämlich mit Tropenholz. Danke. Tropenholz. Tropenholz. Machen wir das Ganze mal so. Nein, halt. So. So, dann machen wir das jetzt nämlich erstmal. Ich hatte doch noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. So, dann haben wir jetzt hier eine schöne doppelte Eingangstür. Das ist doch herrlich. Die hat mich schon länger gestört, diese Sache. Das ist immer so. Ja, so passt das. So ist das schick. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen was verzaubert bekommen. Nämlich die eine Spitzhacke, die wir hier noch haben. Jetzt nicht die angebrochene, sondern die frische natürlich. Das nehmen wir dann mal. 5, 8, 9, 6. 6 nehmen wir. Effizienz 1. Naja gut, das geht. So, was haben wir sonst noch so? Erstmal haben wir wieder Hunger, so ein bisschen. Und dann werden wir mal gucken, dass das schon wieder Nacht wird. Nee, glaube ich jetzt nicht dran. So, mal gucken, wie viel Glas wir jetzt hatten. Wir hatten ja hier ein bisschen was drinne. Oh, das ist gar nicht so wenig, muss ich sagen. Dann haben wir... Hier haben wir noch mehr Glas drinne. Bevor ich mit dem anderen Ding anfange, möchte ich hier nämlich auch noch das hier noch ein bisschen verändern. Und zwar werde ich hier in der Mitte, hier irgendwo, den werde ich wieder rausnehmen müssen, denke ich mal. Und dann werde ich hier überall ein höher gehen müssen. So, ich denke mal, hier ist das ganz gut. Ja, doch, das passt. Das heißt, wir werden den hier noch eben ändern müssen. So wird das nämlich sein müssen. Sonst rammen wir uns dann nämlich den Schädel ein und da bin ich weniger ein Fan von. So, dann geht das hier nämlich jetzt weiter. Warum ich das mache, ist eigentlich ganz einfach. Weil ich sonst nicht genug Schwung kriege, um hier wieder hochfahren zu können. Und das möchte ich dann ja doch. Jetzt habe ich nämlich einen über und ich brauche als nächstes noch eine Beschleunigerantriebsschiene. Eine Beschleunigerantriebsschiene, das macht voll Sinn, der Satz. So, dann brauche ich auch noch einen Hebel. Den werden wir uns mal gleich fertig machen. So, der kann dann nämlich hier hin und dann werden wir mal gucken, dass wir hier was rausreißen, den Hebel hier anschmeißen und jetzt könnte das funktionieren. Indem wir... Das probieren wir jetzt eigentlich gleich mal. So, den schalten wir um. Ob das denn schon reicht, werden wir jetzt gleich sehen. Nehmen wir uns mal die Lore zur Hand und probieren das mal eben aus. So, hier ist das ein bisschen duster, habe ich das dumme Gefühl gerade. Schmeißen wir da nochmal eben einen hin. Und dann fahren wir da mal runter und gucken mal, was passiert. Wenn ich jetzt hier drücke... Ah, komme ich noch nicht ganz hoch. Schade, da werde ich noch einen dazwischen packen müssen. So, fahren wir mal eben hier wieder weg. Wie ging das jetzt noch? Ach so, ging das, genau. Dann wollen wir mal sehen. So, das Ding steht. Das heißt, wir werden hier noch eine Beschleunigerschiene einbauen müssen. Dann machen wir das mal hier irgendwo, denke ich mal.